In Österreich werden diese Woche insgesamt 679.410 Dosen an Covid-Impfstoff erwartet. Diese Menge ist etwa doppelt so groß wie vergangene Woche, teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Neben der ersten vorgezogenen Teillieferung von BioNTech Pfizer dürfen vom AstraZeneca-Vakzin nach einer Lieferverzögerung in der Vorwoche nun mehr als 300.000 Einheiten eintreffen. Mit Anfang Mai, also ab kommender Woche, könnte auch in Betrieben geimpft werden. 318.600 Dosen werden diese Woche von AstraZeneca erwartet, 308.010 von BioNTech Pfizer und 40.800 von Moderna sowie 12.000 von Johnson & Johnson, hieß es nun aus dem Ministerium. Dabei gelte es zu beachten, dass nun auch zunehmend Zweitimpfungen für AstraZeneca berücksichtigt werden müssen. Rund 100.000 Dosen der dieswöchigen Lieferung von BioNTech Pfizer ergeben sich aus den vorgezogenen Lieferungen des Herstellers in der EU. Im Mai werden dadurch etwa 410.000 und im Juni etwa 470.000 zusätzliche Dosen in Österreich erwartet. Die genauen Gesamtliefermengen für Mai und Juni sind aufgrund fehlender Wochenlieferpläne mancher Hersteller derzeit nicht verfügbar. Insgesamt geht das Gesundheitsministerium jedoch von Größenordnungen von rund 400.000 bis 500.000 Dosen pro Woche im Mai und etwa 700.000 bis 800.000 Einheiten im Juni aus.